Letzter Wettbewerb der Winterspiele, der Sprung von der 90-Meter-Schanze am Berg Isel. Der Österreicher Karl Schnabel hier bei seinem zweiten Sprung fliegt 97,5 und 97 Meter. Das ist die zweite Goldmedaille für sein Land bei diesen Spielen. Silber für seinen Landsmann Toni Innauer, Bronze für Henrik Lass aus der DDR. Auf Platz 16 Alfred Brosche aus Winterberg. Gold und Silber versöhnte die Österreicher nach manchen Enttäuschungen wieder mit ihren Winterspielen. 12 Tage hat die olympische Flamme über Innsbruck geleuchtet. Heute Abend wird sie verlöschen. In 4 Jahren treffen sich die olympischen Wintersportler im amerikanischen Lake Placid wieder.